wenn du aktuell Single bist und dir eine Partnerin wünschst, mit der du Familie gründen kannst, dann wird dieses Video besonders relevant für dich. Mein Name ist Kumail Yamshidi und ich helfe Männern dabei, die richtige Partnerin zu finden. Und ich habe schon mit vielen Männern zusammengearbeitet, die in ihren 30ern oder in ihren 40ern noch Familie gründen möchten und dafür die richtige Frau in ihr Leben ziehen wollen. Und deswegen weiß ich aus der Praxis, worauf man achten muss in der Partnersuche und bei der Partnerwahl, wenn man das machen möchte. Und ich werde dir hier zwei wichtige Tipps mitgeben, mit denen du es schaffen kannst, wirklich die richtige noch zu finden. Denn, wenn wir mal ehrlich sind, angenommen, man wäre irgendwie Anfang 20 oder so, dann hat man noch ausreichend Zeit, hier und da mal eine Beziehung einzugehen für 3 Jahre mit einer Frau und zu schauen, ob es mal funktioniert. Und wenn es dann nicht funktioniert, ist dann wunderbar, hatte man 3 schöne Jahre, aber ist dann nochmal ein Jahr Single und schaut dann, ob man jemanden kennenlernen kann. Und ab einem gewissen Punkt findet man jemanden, mit dem man Familie gründen kann. Aber wenn man jetzt in den 30ern oder 40ern ist, hat man das Gefühl, dass die Uhr so ein bisschen tickt und man nicht mehr allzu viel Zeit hat für Fehlschläge. Und deswegen ist es halt umso wichtiger, dass man weiß, wie man es richtig anstellt, damit man noch jemanden finden kann. Und vielleicht ist es bei dir auch so, dass du jetzt nicht jemand bist, der irgendwie jetzt noch jedes Wochenende auf irgendeine Party rennt und bei dir im Freundeskreis sind auch schon die allermeisten vergeben und du denkst dir, okay, wie soll ich jemanden kennenlernen? Denn vor allem, eine Familie gründet sich nicht auf 3 Monate oder 4 Monate. Das braucht ja eine gewisse Zeit. Verlieben kann man sich relativ schnell innerhalb von ein paar Wochen. Aber damit man auch wirklich Familie gründen kann, muss man ja dann auch erstmal 1-2 Jahre Zeit mit dieser bestimmten Person, mit dieser Frau investieren, damit das Ganze funktioniert. Und deswegen sollte man da keinen Fehler machen. Und damit du weißt, wie du es richtig anstellst, kommen jetzt hier die 2 Tipps. Und der Tipp Nummer 1 ist, dass du auf jeden Fall, wenn du eine Frau kennenlernst, mit der du es dir grundsätzlich vorstellen könntest, niemals mit der Tür ins Haus fallen darfst. Was ich damit meine ist, viele Single-Männer, die einen Wunsch haben, Familie zu gründen, machen den Fehler, dass sie einer Frau schon beim ersten Date so diese Interview-Fragen quasi schon stellen, im Sinne von, kannst du dir vorstellen, irgendwann mal Familie zu gründen? Wie wäre der Gedanke für dich mal, in mein Haus zu ziehen irgendwann? Würdest du Kinder haben? Wenn ja, wie viele Kinder? Also Fragen. Und ich meine, das macht ja, man kann schon nachvollziehen, warum man solche Fragen stellt. Denn wie gesagt, wenn man eine bestimmte Frau sucht, mit der man Familie gründen kann, dann will man seine Zeit nicht verschwenden mit Frauen, die da nicht zu passen. Das Problem ist aber, dass es sein kann, dass du eine Frau gerade auf einem Date hast, mit der es wunderbar funktionieren könnte, die dann irgendwann deine Traumfrau wird und mit der du Familie gründen kannst. Aber die Tatsache, dass du eben mit der Tür ins Haus gefallen bist und direkt diese Fakten abfragen wolltest, sorgt dafür, dass euer menschliche Kennenlernen und die ganze Anbahnungsphase, der Flirt, die Romantik ein bisschen verloren geht und die Frau das Gefühl hat, okay, sie ist jetzt irgendwie gerade in irgendeinem Bewerbungsgespräch oder so. Und deswegen musst du unbedingt darauf achten, dass du bei den ersten Treffen vor allem nur dafür sorgen darfst, dass ihr beide euch menschlich gut versteht und dass das wirklich von der Anziehung auch passt. Viel wichtiger ist erstmal vorher zu fragen, ob sie sich grundsätzlich vorstellen kann, Familie zu gründen, wie viele Kinder sie haben möchte oder ob sie noch Kinder haben möchte, ist es erstmal zu schauen, wie kannst du eine tiefe Verbindung mit ihr aufbauen? Wie kannst du dafür sorgen, dass ihr beide eine gute Zeit auf euren Dates habt? Findet ihr beide euch auch sexuell anziehend? Habt ihr eine gute Chemie miteinander? All diese Sachen sind erstmal wichtig. Und wenn du dann ein paar Dates mit ihr hast und merkst, das Ganze läuft, ihr beide seid euch vielleicht auch mal ein bisschen näher gekommen, dann ist es vollkommen okay, beiläufig, entspannt, diese Fragen auch mal einfach einzubringen und zu schauen, in den Raum zu werfen und zu schauen, wie sie darauf reagiert. Und es ist jetzt so. Natürlich kann es dann sein, dass du dann vielleicht 2-3 Wochen Zeit in eine Frau investiert hast, dich vielleicht auch so ein bisschen verguckt hast und du dann denkst, es wäre ein gewisses Risiko, da irgendwie emotional zu werden und dann halt sich auf eine Frau einzulassen. Und wenn du dir dann fragst, ob sie die Familie sich vorstellen kann, würde sie dann Nein sagen und du denkst, ja, jetzt habe ich mir meine Zeit verschwendet. Das Problem ist aber, es ist dennoch besser, dass du erstmal wirklich nur dafür sorgst, dass ihr eine gewisse Anziehung habt und euch menschlich gut versteht, Gemeinsamkeiten habt, es passt und dann diese Fragen zu stellen. Denn wenn du es andersrum machst und einfach vornherein Frauen aussieben willst und schauen willst, wer in der Hinsicht passt, dann verlierst du viel, viel mehr Zeit und verschwendest viel, viel mehr Zeit, denn du stößt einfach Frauen ab, die grundsätzlich passen würden, die dich aber halt nicht mehr interessant und attraktiv finden, weil sie sich denken, okay, dieses Date war einfach nicht spannend und spaßig für mich. Das musst du auf jeden Fall bedenken. Und jetzt kommen wir auch mal zum 2. Tipp. Und der geht so ein bisschen Hand in Hand mit dem 1. Denn auch hier geht es um den Zeitdruck, den du vielleicht verspürst. Und zwar die Tatsache, dass du das denkst, okay, dass du denkst, die Uhr tickt so ein bisschen bei dir, du bist auch nicht mehr der Jüngste und du möchtest relativ bald jemanden finden. Und wenn du dann mal eine tolle Frau kennenlernst, mit der es passt, dann kennst du das wahrscheinlich, dass du auf den Dates mit dieser Frau dann einfach
viel zu nervös bist, es dir viel zu wichtig ist, dass das klappt, weil du halt denkst, so viele Frauen werde ich nicht mehr kennenlernen, mit der es grundsätzlich passt. Jetzt habe ich hier eine vor mir, die ich gut finde, mit der ich mir das grundsätzlich vorstellen könnte, auch mal eine gemeinsame Zukunft zu haben. Und dann wird dir das Ganze viel zu wichtig und du bist viel zu angespannt, bist nicht mehr locker und entspannt auf dem Date. Und das ist ein Problem, denn zwar würdet ihr beide vielleicht auf dem Papier wunderbar zusammenpassen, aber das Ding ist, die Frau spürt dann deine Nervosität, sie sieht dann, dass du einfach ziemlich unsicher bist, dass du dich nicht so wohl fühlst auf dem Date. Und dann ist auch wieder, passiert folgendes Problem, zwar würdet ihr beide eigentlich ganz gut zusammenpassen, aber von der Anziehung funkt da nichts und der Funke springt bei der Frau nicht über, weil sie sich denkt, okay, ich möchte zwar einen Mann, der jetzt auch ähnliche Ziele im Leben hat und einen ähnlichen Weg gehen möchte und zur Familie gründen, aber es ist immer noch ein Mann, zu dem ich mich hingezogen fühlen möchte. Und da ist eben die Tatsache, dass du auf einem Date mit ihr eine gute Zeit hast, dass du dich wohlfühlst, dass du selbstbewusst bist, ist halt wichtig. Und deswegen darfst du nicht in diese Falle tappen. Und damit du nicht in diese Falle tappst, musst du eine Sache bedenken. Du musst für dich sorgen, du musst dafür sorgen, dass du einen Weg für dich findest, um die Gewissheit zu haben, dass du auch neue Frauen kennenlernen würdest, die sich auch Familie wünschen würden, wenn es mal mit einer Frau nicht klappt. Das heißt, angenommen, du hast ein Date mit einer Frau. Wenn du wüsstest, dass du auch 2 Wochen später nochmal so eine tolle Frau, eine ähnlich tolle Frau kennenlernen würdest und es mit dieser Frau jetzt nicht so wichtig ist, ob es klappt und du jetzt nicht so dieses akute Gefühl von Zeitdruck hast und auch nicht so das Gefühl hast, dass du selten Dates hättest, wenn du einfach weißt, dass du oft Dates haben kannst, wenn du es drauf anlegen würdest, dann bist du auch viel, viel entspannter bei einem bestimmten Date mit einer bestimmten Frau. Und da musst du dafür sorgen, dass du für dich einen Weg findest. Denn dann hast du, wenn du einfach weißt, dass du regelmäßig Geld bekommst, ist dieses Gefühl von, okay, die Zeit tickt, ist halt nicht mehr da und deswegen bist du auch nicht mehr so nervös auf deinen Dates und kannst viel, viel entspannter sein und dich einfach mal wirklich voll und ganz auf diese Frau einlassen. Diese 2 Tipps musst du bedenken. Das sind so die Sachen in der Praxis, die ich einfach festgestellt habe bei Männern, die Familie gründen möchten und dafür eine Partnerin suchen. Das sind so die 2 Stolpersteine und das sind so die Fallen, in die man tappen kann. Und wenn du diese vermeiden möchtest, dann empfehle ich dir mal, klick mal auf den Link unter diesem Video. Und da kannst du dich mal auf eine kostenlose Beratungssession bewerben. Das ist ein kostenloses Beratungsgespräch, in dem ich mir dann Zeit nehme für dich, um mich mit dir 1:1 zusammenzusetzen und für dich einen Plan zu erstellen, wie du die Tipps, die ich dir auch gerade gegeben habe, wirklich umsetzen kannst. Vor allem halt auch der Punkt, wie kannst du dafür sorgen, dass du auch als Single-Mann, der jetzt, wie gesagt, in seinem Freundeskreis keine Single-Frauen kennt und jetzt auch nicht immer auf jede Party rennt oder irgendwie Online-Dating, bei dem auch Online-Dating nicht so funktioniert, wie du als Single-Mann dennoch tolle Frauen kennenlernen kannst und regelmäßig Dates haben kannst mit Frauen, die grundsätzlich für eine Familienplanung in Frage kommen und ihnen dazu passen. Wenn du das möchtest, dann klick auf den Link und bewirb dich auf ein kostenloses Beratungsgespräch.